Moin Moin, Ahoi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute hier auf meinem Kanal. Und heute nochmal doch ein ganz kurzes Video, denn ich habe es noch geschafft, hier ein Video abzudrehen, denn es sind noch zwei Sachen momentan passiert. Bevor das Video aber anfängt, möchte ich nochmal ganz kurz hier auf das Giveaway hinweisen, falls ihr dort noch teilnehmen wollt. Der Link für das Video ist unten in der Videobeschreibung. Fangen wir mit dem ersten Ding an. Und zwar sehen wir hier von Tokyo Toe ein weiteres Dragon Girl. Und das Ganze findet am Samstag um 21 Uhr statt auf Vivi. Und ja, falls ihr daran auf jeden Fall teilnehmen wollt, sehr viel Glück. Ich denke mal, wir werden hier so einen Preis wahrscheinlich um die 100 Gems sehen. Aber dazu wird auf jeden Fall nochmal ein Artikel veröffentlicht. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, beziehungsweise Vivi folgt, dann werdet ihr da auf jeden Fall den Artikel sehen und dann auch sehen, wie viel Gems dort dann das Ganze kostet. Ansonsten sehen wir gerade noch mal einen weiteren Push. Ja, mehr oder weniger, ich habe mich nicht ganz geirrt. Wir waren bei einem Preis von fast 0,005. Wir sind jetzt noch mal auf 0,0061 und haben damit das neue High. Momentan sind wir hier, wie gesagt, sehr gut nochmal hochgekommen und jetzt haben wir hier diese Resistance geknackt und es geht weiter nach oben. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall jemanden, der mehr weiß als wir und anscheinend hier sehr gut investiert. Und wir sehen jetzt hier, wie gesagt, nochmal einen weiteren Push nach oben. Momentan hier in den letzten 24 Stunden allein 10% gemacht, in der letzten Stunde allein 4%. Das ist schon ganz schön ordentlich und wir sind fast bei den letzten 30 Tagen schon bei fast 100%. Das ist schon ganz schön ordentlich. Das war es jetzt mehr oder weniger mit dem kurzen Video noch zum Wochenende. Wenn ihr weitere News noch haben wollt, dann folgt mir auf jeden Fall gerne auf Twitter. Ansonsten allgemein einfach auf Twitter aktiv sein. Dort bekommt ihr auf jeden Fall alles am schnellsten und am ehesten mit. Ansonsten wünsche ich euch auch natürlich ein schönes Wochenende. Macht's gut und ciao, ciao.